Was ich das Schöne finde an der Schauspielerei ist, dass man die Möglichkeit bekommt, logischerweise in viele andere Charaktere zu schlüpfen, aber über diese Charaktere in sich selbst was zu entdecken. Ich spiele eigentlich alles gerne, weil in jeder Rolle die gleiche Herausforderung liegt. Aber so vom Mögen her mag ich lieber Dramen. So, wo es richtig abgeht, wo die Köpfe rollen und wo sich alle umbringen und vergiften und was weiß ich nicht. Alles finde ich super. Ja. Aber ich habe wohl also eine leichte Affinität zur Comedy, was natürlich mit dem Körperbau und der Präsenz auch was zu tun hat. Schauspielerei ist auch viel Beobachtung. Also es gibt Schauspielkollegen, die schauen sich Tiere an und spielen die danach. Ich gucke mir dann doch eher andere Menschen an, wie sie sich geben in der Öffentlichkeit, wie sie reden. Und ich höre zu und dann gebe ich es wieder. Das ist eigentlich alles, das ist die ganze Magie. Ich werde immer misstrauisch, wenn alle Leute sagen, das war super. Dann denke ich mir, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht, weil du kannst nicht allen Leuten gefallen. Und bei mir ist es dann meistens auch so, ich versuche den Leuten Stoffe irgendwie zu vermitteln, die sie noch nicht tausendmal gesehen haben. Hallo und herzlich willkommen bei RTL Essen Live. Vergessen Sie Paul Bocuse und die Bäter. Vergessen Sie La Verlichter lecker, denn ich bin Jean-Claude Tippegucker, der Koch, dem die Frauen vertrauen. Und was hat euer Jean-Claude Das, Labo? was ganz, ganz wichtig ist, ist, man muss einfach von seinem Kram überzeugt sein. Wenn man seinen Weg geht und weiß, was man macht, dann wird man auch letzten Endes Erfolg haben. Da bin ich fest davon überzeugt.